Ich werde zunächst mal zur Drehstromtechnik etwas sagen, also praktisch zu den historischen Wurzeln, die ja von Nikola Tesla erfunden worden ist. Und Tesla hat aber auch noch eine Eintrahtübertragung vorgeführt, die nahezu verlustfrei ist. Das wäre eigentlich eine Verbesserung. Und schließlich zur drahtlosen Energieübertragung, was heute eigentlich die Voraussetzung wäre, um die Elektromobilität, die ja auch von der Politik gewünscht ist, um die überhaupt durchführen zu können. Denn ohne eine drahtlose Energieübertragung, ohne dass wir während der Fahrt die Autos nachladen, ist das ja gar nicht vorstellbar, denn kein Mensch von Ihnen wird bereitwillig sein, da ein Auto zu kaufen, wo die Batterien praktisch so viel kosten wie eben das ganze Auto und das alle 3 Jahre neu. Das glaube ich kaum. Und dass die Batterieentwicklung diese Sprünge macht, die man ihr gerne andichtet, das halte ich auch für eine Illusion. Denn die Batterieentwicklung, die haben wir ja nicht erst heute angefangen, die haben wir ja schon sehr, sehr, seit über 100 Jahren machen wir Batterieentwicklungen, wenn man die historischen mal weglässt. Also wie gesagt, fangen wir an mit der Drehstromübertragung, der sogenannten Mehrphasen-Induktion, die wir eben einem gewissen Nikola Tesla verdanken. Und dazu können wir uns ein paar historische Bilder anschauen. Das war so die erste Drehstrom-Fernübertragung. Gut, die allererste war ja in Deutschland gewesen, aber diese hier, das ist die von den Niagara-Fällen nach Buffalo auf 220.000 Volt Basis. Und die hat man, nachdem die erfolgreich war, weitergeführt nach Chicago und hat dort die erste Weltausstellung mit Drehstrom bestritten. Also um da die Daten etwas genauer zu fassen, 1882 hat Tesla diese Mehrphasenströme erfunden, hat dann auch den ersten Asynchromotor gebaut und erst 3 Jahre später stammt ja diese Drehfeldtheorie von Ferraris. Ferraris, der ja gerne als der Erfinder gilt, ist aber erst 3 Jahre später, wie Sie sehen. Das heißt, er hatte zwar einen Einphasenmotor schon zum Laufen gebracht, aber die Theorie, das Ganze theoretisch aufzuarbeiten, das kam eigentlich erst, nachdem das Ding schon funktioniert hat. Allerdings hatten wir noch keinen Drehstrom zu dem Zeitpunkt, da hat sich Tesla schwer getan, aber das kam dann eben auch sehr bald durch Haselwander, der erste Drehstromgenerator. Tesla hat dann seine Patente veröffentlicht, die er später an Westinghouse verkauft hat und 1888 hat eben die AEG den Begriff Drehstrom eingeführt. Die erste Drehstromübertragung war von Laufen am Neckar nach Frankfurt am Main von Dobrowolski, auch von der AEG. Das heißt also, die Deutschen haben ja auch sehr stark mitgewirkt. Und in Amerika gab es dann 1893 die erste Weltausstellung zu Ehren von Nikola Tesla. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser Tesla war natürlich der Redner, der Ehrenredner auf der Eröffnung dieses Wasserkraftwerks an Niagara-Fällen und alle haben natürlich, alle Augen waren auf ihn gerichtet und was macht der Mann? Er stellt sich hin und erzählt, dass man es viel besser machen kann, nämlich mit einer Übertragung, die praktisch keine Verluste macht und da hat man dann gesagt, jetzt spinnt er. Und das Ergebnis, dass man da also ihn als Spinner hingestellt hat, das sehen Sie hier. Das ist unsere heutige Welt, das ist die Konsequenz. Ich muss vielleicht ein paar allgemeine Dinge dazu sagen. Das ist das Netz in Deutschland der höchsten Spannungsebene in Rot mit 380.000 Volt. Es sind noch ein paar andere eingezeichnet, aber wenn man alles einzeichnen würde, wäre natürlich die Karte schwarz oder von lauter Linien durchsetzt. Diese Hochspannungsleitungen, die uns hier sozusagen als Folge dieser Drehstromtechnik entstanden sind, diese Vernetzung, die wir haben, die stabilisiert natürlich das Netz in ganz Mitteleuropa, denn wir haben ja hier Verbindungen zu unseren Nachbarländern und die warten ja nur darauf, dass wir unsere Atomkraft abschalten, damit sie uns damit beliefern können. Das ist klar. Und
Aber es macht uns insgesamt stabil. Also ich bin da kein Gegner von. Ich kaufe auch gerne ein. Die Österreicher machen das auch und sehr erfolgreich und haben kein Atomkraftwerk. Und die Italiener übrigens auch. Warum auch nicht? Wir sparen uns damit die ganzen Nachfolgekosten. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Also insofern ist das gar keine so schlechte Sache. Und bleiben, also brauchen Sie keine Panik haben. Wir werden nicht ohne Strom dastehen. Dafür gibt es viel zu viele, die schon darauf warten und darauf, dass sie ihre Kraftwerke hochfahren können. Wenn man mal den Verlauf über einen Tag sich anschaut, dann ist das hier ein Single-Haushalt, der ist sehr typisch. Da sieht man, wie der also hier schläft, da hat er nur seine Stand-by-Geräte und dann steht er auf und macht alle Maschinen gleichzeitig an, die Kaffeemaschine und rasieren tut er sich und alles Mögliche. Und auf einmal, also hat er eine richtige Stromspitze, dann frühstückt er kurz, da ist das wieder wenig und dann noch, muss er noch ein bisschen was erledigen und dann anschließend geht er aus dem Haus. Und Sie sehen, mittags hat er noch eine ziemliche Spitze und am Abend, da kocht er sich auch was und dazwischen, da isst er was und dann geht es weiter und anschließend setzt er sich vor den Fernseher. Und Sie sehen, bevor er ins Bett geht. Und Sie sehen also hier diese enormen Schwankungen und da der Strom sich ja nur nicht speichern lässt, wie Sie wissen, also nur ganz, ganz schlecht und sehr teuer, diese Speicherung kostet ein irres Geld. Deshalb muss der Strom praktisch so produziert werden. Aber glauben Sie nicht, wenn der hier morgens da alles einschaltet, dass da die Kraftwerke schlagartig alle einschalten. So müsste es ja sein, nicht wahr? Nein, das Netz ist so groß und das Ganze verteilt sich so sehr, das geht nur zu Lasten der Allgemeinheit. Das heißt, wenn der den Strom einschaltet, bricht halt die Spannung ein bisschen zusammen. Das große Netz, das muss uns klar sein, das große Netz fängt hier sehr vieles ab, aber nicht alles. Letztendlich muss der Strom produziert werden, wenn er gebraucht wird. Das nur nebenbei. Und diese Speicherungstechnik, also da wissen wir, dass wenn der Strom nur dann geliefert wird, wenn Wind weht oder wenn die Sonne scheint, dann müssen wir zwischenspeichern. Und dieses Speichern kostet irrsinnig viel Geld. Das muss uns auch klar sein. Also wenn wir nicht speichern müssen, wäre das viel, viel besser. Vielleicht noch ein Kommentar zur Windenergie. Und zu den Grundlastkraftwerken. Sie wissen, Atomkraftwerke, bevor ich jetzt auf das eingehe, Atomkraftwerke sind Grundlastkraftwerke. Das heißt, die kümmert es überhaupt nicht, wie viel denn hier sozusagen gebraucht wird. Die liefern irgendwie einen konstanten Wert, während sie eingeschaltet sind. Das heißt, irgendeiner muss den Ausgleich schaffen. Und die Windmühlen können den Ausgleich nicht schaffen, denn das sind im Grunde genommen auch Grundlastkraftwerke. Die machen nämlich Strom, wenn sie sich drehen. Und jetzt kommt die Situation zustande der sogenannten subventionierten Energie, dass eben für die Windenergie Subventionen gezahlt werden. Da der Staat aber die Subventionen nicht zahlen wollte, hat er es kurzerhand den Energieversorgern aufs Auge gedrückt. Die müssen es jetzt zahlen und die Reaktion der Energieversorger ist, bevor ich mein Atomkraftwerk abschalte, schalte ich erstmal die Windmühlen ab. Die Reaktion ist, dass unsere Windmühlenkapazität nur zu 30% genutzt wird. 70% wird abgeschaltet, weil die sagen, nö, brauche ich nicht, wieso soll ich die Windenergie nutzen, denn das ist Konkurrenz im Grundlastkraftwerkbereich. Wir brauchen eigentlich Kraftwerke, die diese Struktur mitfahren. Wasserkraft wäre geeignet. Man könnte die Kraftwerke so betreiben. Und jetzt schauen Sie mal die Wasserkraftwerke, die wir haben. Ich selber bin ja im Schwarzwald, dort haben wir jede Menge Laufwasserkraftwerke. Die werden alle nach der Subvention, also nach dem Wasseraufkommen gefahren. Und keiner fährt sein Kraftwerk nach dem Bedarf. Das ist ein Riesenproblem, mit dem wir es zu tun haben. Denn die gucken alle nur noch nach der Subvention und keiner guckt mehr danach, was denn der Strom wert ist. Dass nämlich der Strom zum Beispiel dann, wenn alle ihn brauchen, mehr wert ist. Es funktioniert ja bei Pumpspeicherkraftwerken auch, dass die leben sogar davon, dass der Nachtstrom billiger ist als der Tagstrom. Und dann pumpen sie rauf und lassen es am Tag runter und fahren die Kurve ab. Ich bin der Meinung, der Verbraucher sollte informiert werden, was der momentane Strom wert ist und sollte danach abrechnen. Wenn man schon neue Abrechnungssysteme einführt, sollte man den Verbraucher diese Chance geben, sich an diesen unterschiedlichen Strompreisen auch beteiligen zu können. Das würde uns bereits enorme Mengen an Speicherkapazität, an teurer Speicherkapazität sparen helfen.
Gut, der Drehstrom, wie gesagt, ist eine Erfindung von Nikola Tesla. Sie sehen sehr schön beim Generator, dort ist die Summe, im Sternpunkt ist die Summe der Ströme zu jedem Zeitpunkt Null, bei der Last natürlich auch. Aber was wir sehen ist, dass die beiden in Resonanz sind. In Resonanz heißt gleiche Frequenz, entgegengesetzte Phasenlage. Wenn es hier herausströmt, dann strömt es hier hinein und die gleiche Kurvenform. Also diese Resonanzbedingungen, von denen Tesla immer gesprochen hat, die sind hier durch diese drei Leitungen sozusagen garantiert. Und aus historischen Gründen zeige ich Ihnen nochmal das Originalpatent von 1888 von Nikola Tesla. Dort sehen Sie eben diese drei Leitungen mit einem entsprechenden Sternsystem auf der Erzeuger- und auf der Verbraucherseite. Nun, dieses dreiphasige System ermöglicht Spannungen zwischen jeder einzelnen Phase und dem Neutralleiter, der ja normalerweise geerdet ist, von 230 Volt. Darauf haben wir uns hier jetzt mal geeinigt. Die verkettete Spannung ist das Wurzeldreifache, also es sind 400 Volt. 3x400 Volt Drehstrom ist das, worauf man sich geeinigt hat als Normung. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat Nikola Tesla, da war ja noch nichts genormt, da war alles noch offen, hat er darauf hingewiesen, dass man statt drei Leitungen auch mit zwei Leitungen das Ganze realisieren kann. Und das würde ja die Sache vereinfachen. Und er hat damals ein System vorgeschlagen, das allerdings sich nicht hat durchsetzen können. Dieses System arbeitet mit 4x90 Grad. Wir haben hier 3x120 Grad Versatz zwischen den drei Leitern. Hier haben wir 4x90 Grad. Und Sie sehen, ich brauche den Leiter L1 und L2. Die anderen beiden, L3 und L4, sind nicht zwingend notwendig, weil ich ja eine Spule, die ich auf der Generatorseite hier unten hätte, einfach Phasen gedreht, die beiden Anschlüsse gedreht, hier oben unterbringen kann und bei der Verbraucherseite genauso. Das heißt, ich brauche eigentlich nur zwei Leiter und eben diesen geerdeten Nullleiter und das wäre weniger Aufwand. Hier gibt das Patent dazu. Ein Jahr später, 1889, hat er bereits gezeigt, dass man eben auch zwischen Generator und Motor mit zwei Leitungen und eben diesem geerdeten Neutralpunkt arbeiten kann. Warum man das System nicht eingeführt hat, es gab natürlich in der Anfangsphase gab es das. In Paris hat man noch sogar in den 70er Jahren eine solche Leitung als Ringleitung um die Peripherie herum gehabt. Aber die Verbraucher sind immer weniger geworden und irgendwann sind die alle ausgestorben. Und seitdem gibt es nur noch einen Saft. In Europa. Hier sehen Sie den ersten Asynchromotor zweiphasig, also praktisch mit diesen zwei Leitungen oder vierphasig könnte man sagen. Aber wie gesagt, die anderen Phasen, die kann man sehr einfach da regenerieren. Also das ist sozusagen auch eine Technik gewesen, die sich aber nicht durchgesetzt hat. Und es ist immer die Frage, hat sich wirklich die beste Technik durchgesetzt? Und das muss ich leider verneinen. Die Technik, auf die man sich geeinigt hat, war vielleicht aus damaliger Sicht die richtige und zweckmäßige, aus heutiger Sicht mit Sicherheit nicht mehr, nur heute wird diese Frage nicht mehr gestellt. Weil wenn wir einmal diese Verteilung haben, europaweit, dann werden wir auch nicht mehr umstellen können. Das geht einfach nicht. Das Einzige, was man noch hingekriegt hat, war die Spannungserhöhung von 220 auf 230 Volt, was aber im Toleranzbereich lag und deshalb musste man keine neuen Techniken da einführen. Das kam durch die Zusammenschaltung verschiedener Netze, die man da durchgeführt hat. Kommen wir zurück zu dem Wasserkraftwerk. Hier die Niagara-Fälle auf der rechten Seite. Das ist eine Folie von der Tesla Society in der Schweiz, die da eine Wanderausstellung gemacht haben. Und da wurde das eben gezeigt. Hier hat man ein Wasserkraftwerk gebaut. Hier die Turbinen dazu. Da ist auch noch ein Denkmal mit Tesla. Und wenn man auf der Turbine nachschaut, dann sieht man dieses Typenschild, wo eben draufsteht, dass es sich hier um Niagara-Fälle Power Company handelt und Westinghouse Electric hat den Generator gebaut, nach Plänen von Nikola Tesla. Und da steht eben auch drin, dass lauter Patente von Tesla 1888, das nächste Patent von Tesla 88 und so weiter, Tesla, Tesla, Tesla. Tesla, Tesla. Sie sehen, der hat so ziemlich alles als Patente geschrieben, die gesamten Voraussetzungen für diese Drehstromtechnik und die ja dann auch durch die Weltausstellung so bekannt gemacht worden ist, dass die restliche Welt sich dem angeschlossen hat. Das geht also alles auf Nikola Tesla zurück.
Und wie gesagt, er hat damals sich hingestellt und hat gesagt, es geht ja doch eigentlich viel besser. Und dann hat man natürlich dem gar nicht folgen wollen, denn man war ja froh um diese neue Technik. Endlich konnte man Strom einigermaßen wirtschaftlich über große Entfernungen transportieren und hatte nicht mehr nur diesen Gleichstrom, der nicht transformiert werden konnte, der deshalb auch nur ums Haus herum verteilt werden konnte. Das war insofern ein Schritt, den die Leute nicht mehr mitgegangen sind, dass er gesagt hat, dann machen wir es doch so, wir nehmen hier ein Kabel und wir leiten den Strom nicht mehr durch das Kabel, sondern um das Kabel herum, also wir übertragen über das Feld. Das war damals schon total revolutionär, aber wenn man mal genau hinschaut, dann wird diese Technik heute bereits genutzt. Denn die modernen Freileitungen der höchsten Spannungsebene bei 380 kV arbeiten mit sogenannten Bündelleitern. Und diese Bündelleiter, das sind also dann hier vier einzelne Leiter, die so im Viererbündel angeordnet sind, manchmal auch Dreierbündel. Und diese Anordnung hat experimentell ermittelt, müsste man vielleicht an der Stelle sagen, wirkungsgradmäßige Vorteile, denn es werden ungefähr 5% der Energie durch das Feld hier innen übertragen. Und wenn Energie übers Feld übertragen wird und nicht durch ein Kabel, dann haben wir auch keine Kabelverluste, keine Kupferverluste, keine Stromwärmeverluste, ein bisschen die elektrische Verluste vielleicht minimal. Das heißt, wir können diesen Teil wesentlich effizienter übertragen und 95% wird noch durchs Kabel übertragen. Aber allein dieses reduziert die Randfeldstärke, reduziert Funkentstörungen, die Corona-Entladungen werden weniger, dieses Knistern, was man da so hört, und die Leitungsverluste werden auch weniger. Und ich habe da schon das diskutiert mit Energieversorgern und habe gesagt, jetzt nehmen Sie doch dieses Prinzip, das Sie sowieso schon lange erfolgreich nutzen, und optimieren Sie es im Sinne von Tesla. Das heißt, drehen Sie das Ganze um, fahren Sie doch 95% durchs Feld und nur 5% durchs Kabel. Das wäre doch eine Sache. Und siehe da, das hat Tesla ja damals schon gezeigt, dass das geht. Wir haben es auch reproduziert schon. Wir haben auch da schon einen 500-Watt-Motor laufen lassen mit einem hauchdünnen Draht. In Österreich haben wir das gemacht. Und der Draht ist nicht weggeschmolzen. Ja? Wenn man den Motor direkt anschließt, wäre das sofort weg. Und das haben wir auch demonstrieren können. An der Pädagogischen Hochschule in Linz haben wir das gemacht. Kommen wir also jetzt zur Gegenwart. In der Gegenwart ist, wie gesagt, dieses Projekt Tesla Tech in der Diskussion. Wir haben hier Solarkollektoren, also keine Photovoltaik, sondern Spiegel, die sammeln das Ganze, letztendlich sind es Solarwärme. Die Wärmekraftwerke, die man hier für die Wüste vorgesehen hat, an der Küste auch zusätzlich noch Windmühlen, weil mal weht der Wind und vor allen Dingen nachts haben wir dann vielleicht auch noch Wind, wenn wir Glück haben. Das ersetzt mir dann, dass die Sonne nicht mehr scheint. Außerdem haben wir eine sehr große Basis von ganz im Osten bis ganz in den Westen, also von Abu Dhabi hier bis nach Marokko. Das bedeutet, dass diese Energie, diese Sonnenenergie schon zur Verfügung steht, wenn es bei uns noch dunkel ist, und immer noch zur Verfügung steht, wenn es bei uns wieder dunkel ist. Das ist der Hintergrund. Und Sie sehen, für die gesamte EU ist eine solche Fläche notwendig von 110 mal 110 Kilometer. Also es ist im Grunde eine minimale Fläche bezogen auf diese riesige Sahara. Und wenn wir das ein bisschen verteilen überall, hätten wir eben eine doch nahezu perfekte Energieversorgung. Denn Energie gibt es auf der Welt jede Menge und genug. Wir müssen sie nur dorthin schaffen, wo wir sie brauchen. Denn dort ist sie möglicherweise ist auch vorhanden, aber nicht in der Effizienz. Der Wind weht nicht so stark wie an der Küste und die Sonne scheint auch nicht so stark und manchmal gar nicht. Also insofern haben wir hier Probleme. Wir haben natürlich hier auch noch Hyperthermie. Man hat alles zusammengesammelt, aber das Problem hat man jetzt überhaupt erst erkannt. Das Problem ist folgendes. Es ist nicht das Energieeinsammeln, das Problem ist die Energieübertragungstechnik. Und wie kann ich wirtschaftlich Energie übertragen? Also das Thema, das vor 100 Jahren
eigentlich das Top-Thema war, mit dem sich Tesla beschäftigt hat und warum man überhaupt diese Diskussion damit geführt hat, wo Tesla gesagt hat, es geht besser mit Eintrahttechnik oder noch besser mit drahtloser Energieübertragung. Schauen Sie, wenn Sie hier dieses Bild sich anschauen, dann kommt diese Energie von den ganzen Kraftwerken, kommt hier an und muss irgendwie nach Europa, also Straße von Gibraltar, übertragen werden. Sie können keinen Hochspannungsmasten oben drüber setzen, Sie müssen durchs Wasser gehen, weil der Abstand zu groß ist. Seekabel, die haben riesige Verluste und dann kommen Sie, wenn Sie das Problem gelöst haben, meinetwegen mit einer Hochspannungsgleichstromübertragung, dann kommen Sie hier an, ja, dort, wo von unseren Kraftwerken die letzte Wiese ist, sage ich jetzt mal. Sie müssen sich vorstellen, das ganze Netz europaweit ist ja sternförmig ausgelegt. Das heißt, wir haben hier meinetwegen unsere Atomkraftwerke oder in der Schweiz und von diesen Atomkraftwerken geht es sternförmig in alle Richtungen. Es gehen alle Leitungen runter nach Italien, die brauchen also ganz Norditalien, lebt vom Strom von Frankreich und von der Schweiz und so weiter. Und wir haben also hier sternförmige Verteilung und jetzt können Sie sich vorstellen, hier unten, da kommt dann nur noch so ein dünnes Kabel an, ja, mit der niedersten Spannungsebene und da wird dann noch der Rest da unten, Malaga und wie sie alle heißen, werden dann noch versorgt mit Strom. Da können Sie an dieser dünnen Kabel, da können Sie jetzt nicht plötzlich die Stromversorgung Mitteleuropas dranhängen. Das geht nicht. Sie müssen erst Leitungskapazität schaffen. Und Sie müssen das gesamte Leitungsnetz umbauen. Jetzt fangen Sie an und machen hier unten Hochspannungstrassen dran, 80 kV. Sie kriegen heute in ganz Europa nicht an einer einzigen Stelle mehr noch eine Hochspannungstrasse genehmigt. Das Volk steht Kopf und sagt, nee, diese Hochspannungsleitungen, die haben ja ein derartiges Streufeld, ja, weil ja die Leiter eben so weit auseinander sind. Und das brauchen wir, dass sie so weit auseinander sind, weil wenn ich sie nämlich dicht zusammenpacke, gibt es eine zu große parasitäre Kapazität zwischen den Leitungen. Das führt zu einer Phasendrehung. Genau dieses Problem haben wir ja bei den Seekabeln. Deshalb haben Sie eine Phasendrehung. Sie wissen, wenn Sie 180 Grad gedreht haben, dann haben Sie alles vernichtet, weil dann ist aus dem Motor ein Generator geworden und umgekehrt. Also müssen Sie das alles wieder zurückdrehen. Das alles funktioniert nicht. Sie können hier nicht mit Drehstrom rübergehen. Das ist ausgeschlossen. Hier sowieso auch nicht. Ja, die Alternative wäre jetzt die Hochspannungsgleichstromübertragung, die man diskutiert. Diese ist ja schon sehr frühzeitig gemacht worden, nämlich zwischen Skandinavien, damals war ja noch dieser Vorhang da, dieser rostige da zwischen Ost und West, Sie wissen schon. Und da hat man dann eben von Skandinavien nach Europa Hochspannungsgleichstromübertragung gemacht. Es gibt eine Entkopplung der Netze, ist als Seekabel verlegbar, keine Phasenverschiebung durch Leitungskapazitäten, keine Stromverdrängung, keine Corona-Entladungen. Das sind alles Vorteile des Gleichstroms. Das heißt, jetzt muss man allerdings erst transformieren, hochtransformieren, dann muss man gleichrichten, denn wenn es mal Gleichstrom ist, kann ich nicht mehr transformieren. Dann muss ich das transportieren und anschließend wieder herunter transformieren, wenn ich es wechselgerichtet habe. Und das macht zusätzliche Verluste. Das habe ich hier, Verluste in Gleichrichter und Wechselrichter. Und ich habe natürlich auch Kupferverluste nach wie vor. Also als Hochspannungs- oder als Umweltheizung ist das weiterhin aktiv. Stand der Technik sind Koaxialkabel. Das heißt, der Außenleiter ist geerdet, sodass also da kein Streufeld jetzt im Meer vorhanden ist, was ja möglicherweise dann auch für die Fische und so nicht so gut wäre, ne, wenn die dann gleich so Kiel oben und so fertig gegrillt werden. Also insofern müssen wir da auch an die Umwelt denken, also auch an unsere Mitbewohner, die Tiere. Ja, das funktioniert aber mit den Koaxialkabeln recht gut. Sie sehen hier die alten rot gezeichneten Übertragungen mit Skandinavien. Die sind schon sehr lange in Betrieb. Und auch hier gibt es noch welche nach England und Korsika, Sardinien und so weiter. Das ist auch logisch, dass wir die brauchen. Wir haben einige, die im Bau sind. Das sind vor allen Dingen natürlich dann die jetzt ganz neu in die Nordsee. Denn wenn wir die Windparks in der Nordsee damit anschließen wollen an unser Netz, dann brauchen wir da auch entsprechende Übertragungen über Seekabel. Das geht auch nicht über
die Drehstromtechnik. Und insofern hat man da einiges im Bau. Und die blauen hier nach Island, um da die ganze Erdwärme zu haben und so weiter, diese blauen Leitungen, die sind alle in Planung. Das ist das Desertec-Projekt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Übertragung hier vorne nichts bringt, weil nämlich die Kabelverteilung in Europa sich nicht umbauen lässt auf die Schnelle und das auch wahnsinnige Kosten macht, dann muss ich von Marokko mit einem Seekabel außen herumfahren, hier durch den Ärmelkanal, ich muss hier durch, ich muss bis nach Holland rauf, ich muss dann den Rhein rauf, bis nach Biblis, damit ich Biblis abschalten kann. Und dort muss ich das Seekabel aus dem Wasser wieder rausziehen, dort muss dann der Wechselrichter hin. Das wäre eine Lösung. Dann habe ich aber eine Länge im Schnitt von 5000 Kilometer. Das ähnlich sieht es aus, wenn ich bis nach die Vereinigten Arabischen Emirate runterfahre. Und wenn ich das mal ausrechne, 5000 Kilometer Seekabel als einen Vergleich der Verluste, dann hätten wir bei Drehstrom, das sind jetzt die modernsten Anlagen, also die aktuellen Daten, die ich hier verwende, nämlich bei 3x83 kV, hätten wir 75% Verluste. Also wir würden praktisch nur die Umwelt heizen, ganz abgesehen davon, von diesen Kästen, die man braucht, um die Phase wieder zurückzudrehen, die natürlich auch jede Menge Geld kosten. Also das ist illusorisch. Bei der Hochspannungsgleichstromübertragung, auf die stützen sich heute alle, hat man bei 2x800 kV, das ist also schon nur noch mit Trick 17 möglich überhaupt, aber das ist die modernste Technik, die wir haben. Die Kabel kommen von der ABB, das ist alles wunderbar entwickelt, funktioniert auch. Dort haben wir also das reduzieren können auf 4% pro 1000 Kilometer, also 20% Verluste plus vielleicht noch ein knappes Prozent für die Wechselrichter- und Gleichrichterverluste. Wenn wir die Eintrachtübertragung mit, sagen wir mal, 600 kV machen würden, dann kommen wir ungefähr auf 3% Verluste. Das wäre also praktisch die Eintrachttechnik nach Nikola Tesla. Deshalb propagiere ich diese Technik und ich habe sie ja auch schon gezeigt im Experiment, dass es prinzipiell funktioniert, dass es man auch upscalen kann, was die Leistung angeht. Wer es nicht glaubt, kann sich ja mit diesem Experimentierkoffer beschäftigen oder mit dem Power Kit haben wir das genannt, dass man also da auch etwas mehr Leistung übertragen kann. Das geht auch, das können wir schon noch weiter upscalen, aber Sie wissen, irgendwann kostet es Geld, ja, und dann muss man eben auch etwas säen, sonst erntet man nichts. Also, der Energietransport über die Eintrachttechnik nach Nikola Tesla ermöglicht hier überhaupt Energiequellen zu nutzen, die eben für uns heute noch zu weit weg sind oder wo der Transport zu teuer ist. Ich denke gerade an die Erdwärme in Island, die zwar in Planung ist, aber noch in dem Sinn nicht, ja, für die Isländer einverstanden, aber wir haben davon noch nichts. Wir könnten natürlich diese unglaublich effiziente Energie, umweltfreundliche Energie, denn da ist ja die Wärme direkt unter der Oberfläche, die könnten wir sehr gut nutzen. Natürlich geht das nicht in Basel. Ja. Da gibt es Erdbeben, da hat man gesehen, aber die Isländer sind das ja gewohnt, sage ich jetzt mal so. Also die wohnen ja auf dem Vulkan, ne? Das ist klar. Da geht ja der mittelatlantische Rücken da mittendurch und klar, aber das kann man ja auch alles machen, erdbebensicher bauen und was weiß ich was, alles kein Problem. Die Wärme kommt sowieso raus, ob Sie es wollen oder nicht, dann können Sie es auch nutzen. Die Windkraft aus der Nordsee, das wird so heute schon gebaut. Dann Solarenergie aus Afrika, wie gesagt, habe ich schon drüber gesprochen. Ölschlamm, in Kanada gibt es 27 Milliarden Tonnen Öl im Sand. Das ist eine riesen Umweltkatastrophe. Eines der größten Ölvorkommen der Welt liegt da offen. Also Sie müssen nicht mal bohren, aber Sie können dieses Sand-Öl-Gemisch können Sie nicht nutzen. Man müsste es an Ort und Stelle verbrennen, ja, damit Energie gewinnen und das Verbrannte, denn der Sand bleibt da übrig, den anschließend wieder zu verteilen. Das würde
die Umwelt säubern helfen und würde gleichzeitig uns als Energie zur Verfügung stehen. Heute ist das alles zu teuer, transportieren können Sie den Ölsand nicht. Also hier sind riesige Reserven noch vorhanden. Das Gleiche gilt auch für das Methangas aus Sibirien. Jetzt bauen Sie da eine Erdgasleitung durch die Ostsee. Das ist der absolute Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, wir haben nur irgendein Erdbeben. Ja? Dann haben wir die nächste Umweltkatastrophe vor der Haustür. Das können wir uns nicht leisten. Dieses Zeug hier als Gas oder als Öl durch die Gegend zu pumpen, ja, das ist ein Konzept, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber das Ganze in großen Supertankern durch die Gegend zu fahren, ist genauso wahnsinnig, ja, denn da haben wir genau die gleichen Probleme. Also mit einer 600 kV Koaxialkabel durchs Meer, hier bei vielleicht 500 Kilohertz oder sowas, das wäre schon eine brauchbare Lösung. Wir haben einige Technologien, von denen wir uns dringend verabschieden sollten. Die möchte ich auch mal kurz auflisten. Klar, überholt ist auf jeden Fall die Kernenergie. Diese Kernenergie verbraucht Neutrino-Power. Das ist mein Thema, da habe ich schon mehrfach drüber vorgetragen. Das verdanken wir letztendlich dem Pauli, der ja gesagt hat, dass der radioaktive Zerfall immer mit Neutrinos Beteiligung stattfindet. Und Nikola Tesla ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, und könnten wir die Neutrinostrahlung abschirmen, dann gäbe es keine Radioaktivität auf der Erde. Also der sieht sogar die Ursache der Radioaktivität in der Neutrinostrahlung. Und wenn dem so ist, dann ist klar, dass diese Kernkraftwerke, dass die Brennstäbe, auch dann, wenn sie noch ausgebrannt sind und irgendwo entgelagert oder zwischengelagert werden, immer noch diese Energieform nutzen. Und wenn die Biologie das auch tut, ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben über die DNA, die offensichtlich ja hier auch über magnetische Skalarwellen kommuniziert. Wenn dem so ist, dann ist das Lebensenergie, dann haben wir hier eine richtige Konkurrenzsituation. Das sollten wir so schnell wie möglich beenden. Die Biomasse, also Biosprit steht da an der Tankstelle. Das hat mit Bio überhaupt nichts zu tun. Das verseucht die Böden, verteuert die Lebensmittel, verbrennt lebende Zellen. Ich will hier überhaupt nicht auf diese öffentliche Diskussion noch eingehen. Sie können, heute redet ja jeder mit und jeder hat seine Meinung, ist auch gut. Endlich mal passiert was. Ja? Es war lange Zeit so, dass sich kein Mensch Gedanken drum gemacht hat, weil da kam ja der Saft aus der Steckdose. Wir hatten noch so einen grünen Politiker, der hat das mal so argumentiert. Was sollen wir uns darum kümmern? Es kommt ja aus der Steckdose. Und sehen Sie, und das hat sich jetzt doch etwas geändert. Ich glaube, jetzt macht man sich Gedanken drum, wie kommt es eigentlich in die Steckdose? Und mit Biomasse ist das nicht zu machen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das müssen wir sofort aufhören, und zwar so schnell wie möglich. Und dass wir es können, erkläre ich gleich. Subventionierte Energie. Habe ich vorhin schon einen Beitrag geleistet, beim Klaus Rauber, wo ich den Blödsinn, den Wahnsinn der Subvention deutlich gemacht habe. Und die Kommunen gehen da eben auch in großem Beispiel voran mit Subventionsbetrug. Aber das führt eben dazu, dass die Kraftwerke, die Wasserkraftwerke, die wir noch im Schwarzwald haben, dass die nur noch nach der Subvention gucken und nur wenn das Wasser da ist, lassen das Ding laufen, statt dass sie danach gehen, was gebraucht wird. Ja, denn da könnten wir wieder Speicherkapazitäten einsparen. Nichts lässt sich eigentlich besser speichern als die Wasserkraft. Es ist ein idealer Speicher, das Wasser, und ein sauberer Speicher. Aber er wird nicht einmal genutzt, weil man sagt, das ist so wenig und Subvention ist mehr. Die Energieversorger stehen die Chefs am Fenster und sagen, guckt mal raus, glücklicherweise weht heute kein Wind. Dann zieht es Ihnen nämlich auch keine Subvention aus der Tasche. Wir müssen uns verabschieden von der Verbrennung fossiler oder sogenannter nachwachsender Energieträger. Also es ist sicherlich die Kohle fossil. Die ist viel zu wertvoll, als dass wir die jetzt durch den Schornstein jagen. Das ist ganz sicher so. Und nachwachsen, also hier wächst überhaupt nichts nach. Energie, das wissen wir, die wird verbraucht oder wird gewandelt. Aber da wächst doch nichts nach. Ich meine, bitteschön, das, was ich da durch den Auspuff gejagt habe, das ist weg. Da wächst nichts nach. Das können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Wenn hier was nachwächst, wenn hier Photosynthese stattfindet,
dann nutzt diese Photosynthese eine ganz andere Energiequelle, aber nicht das, was ich da hinten rausgelassen habe. Also da wächst nichts nach, das ist auch klar. Beim Erdöl und beim Erdgas, da müssen wir etwas umdenken. Denn das ist mit Sicherheit nicht fossil. Und wenn es nicht fossil ist, dann ist es auch nicht endlich. Da müssen wir uns überlegen, wo kommt es denn eigentlich her? Also, wo kommt es her? Das ist die Frage. Wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, Sprit künstlich herzustellen, dann kann das die Natur vielleicht auch. Also da hat uns ja der Viktor Schauberger schon einiges vorgemacht. Das war auch heute schon angesprochen. Ich will hier das ganz kurz mal zeigen. Durch Einwirbeln von CO2 in Wasser kann man tatsächlich durch entsprechend hohe Wirbelbeschleunigung diese Bestandteile zerlegen in Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Weil Wassermoleküle werden natürlich auch zerlegt bei der Gelegenheit. Und wenn man diese dann anschließend sich selbst überlässt, bilden sich wieder Ketten, Kohlenstoffketten, Benzolringe und so weiter. Und die kann man ja dann als Öl verbrennen. Das heißt, es bildet sich Öl. Und das hat Schauberger auch schon beschrieben, dass das möglich ist. Das Ergebnis, also eine brennbare Flüssigkeit. Ich habe hier an einer solchen Vorführung der Firma EGM Technologie Papenburg mit, war ich mit anwesend und habe mir das mit angeschaut. Und ich zeige Ihnen ganz kurz mal einen Film dazu. Also Sie sehen hier den Wirbeltrichter, wo das Wasser immer wieder raufgepumpt wird und da durchläuft. Daneben haben Sie vielleicht die Gasflasche gesehen mit dem CO2. Und hier sehen Sie, wie also jetzt das Ergebnis in einem herkömmlichen Brenner verbrannt wird. Und das ist also eine ganz normale Gasflamme, also wie sie halt bei einem Brenner, Heizungsbrenner auftritt, und dann wurde anschließend das Ganze auch in einen alten Mercedes 240 Diesel eingefüllt. Das sind so ganz gutmütige Kisten, aber Sie sehen, die haben überall ihre Kamera reingehalten. Der Vertreter hier aus Abu Dhabi und daneben der aus Dubai, die Regierungsvertreter waren auch da. Das ist klar, dass sich die dafür interessieren, und allein schon aus Konkurrenzsituationsgründen, wenn nämlich das möglich ist, ja. Naja, auf jeden Fall, aber auch Politiker waren da gewesen, haben Sie vielleicht gesehen, verschiedene, und haben sich das mit angeschaut. Und da wurde es also eingefüllt hier sozusagen, weil der Tank war abgeklemmt, und anschließend sind die Probe gefahren. Ich habe darüber schon mal kurz berichtet gehabt, über diese Geschichte. Eigentlich sollte ich darüber hier meinen Vortrag halten, aber da ist zu wenig Aktuelles passiert in der Zwischenzeit, sodass ich da darauf verzichtet habe, das etwas zu intensivieren. Ja, wir müssen uns mit einigen Irrtümern beschäftigen, wie Sie sehen. Wenn sowas möglich ist, wenn man tatsächlich Öl künstlich herstellen kann, dann könnte es ja sein, dass das Öl sich im Inneren der Erde bildet und dass es von innen nachläuft. Wenn das so ist, dann ist natürlich das Öl unendlich. Es ist vielleicht immer schwieriger, wenn mal die oberflächlichen Ölfelder leergepumpt sind, da noch ranzukommen. Aber es wird dann vielleicht etwas teurer. Aber dass es deshalb ausgeht, das ist ein Märchen. Ist die Frage natürlich, wie schnell verbrauchen wir, wie schnell läuft es nach. Wenn wir natürlich schneller verbrauchen, als es nachläuft, aber keine Sorge, da gibt es genug. Also, es sind keine fossilen Energieträger, also keine Pflanzen oder Bäume, die da irgendwo versunken sind und sich zum Öl gebildet haben. Das macht vielleicht Kohle oder sowas, aber bestimmt nicht Öl oder Erdgas. Die bilden sich im flüssigen Erdmantel, davon gehe ich aus, und deshalb laufen die Lagerstätten von innen wieder voll. Es ist klar, dass die so direkt unter der Oberfläche sind in Saudi-Arabien, dass die natürlich ganz schlecht nachlaufen, das ist auch klar. Ja, es gibt Beweise dafür. Nehmen wir mal das größte Erdölfeld in Russland, das man komplett leer gepumpt hatte
und dann haben die die Pumpen abgezogen und dann haben sie nach einiger Zeit wieder nachgeprüft, da war es wieder halb voll. Das ist also nachgelaufen und hatte sogar eine andere Qualität. Und deshalb, wir sind uns eigentlich mittlerweile einig, also auch diejenigen, die sich damit befassen, nur dem Volk erzählt man das nicht gleich. Sie wissen ja, die Verknappung ist ja die Begründung dafür, dass das Öl immer teurer wird an der Tankstelle. Weil wenn es unendlich wäre, dann könnte man ja mit dem Preis wieder runtergehen. Ne? Es war immer viel billiger, viel billiger. Okay, die Ölreserven sind keinesfalls endlich. Die Erde ist aktiv mit der Produktion beteiligt. Nächstes Problem, von dem wir uns auch möglicherweise verabschieden sollten, ist nämlich diese CO2-Produktion, dass da Probleme, das ist eher unwahrscheinlich. Wissen Sie, CO2 ist schwerer als Luft. Also von wegen Käseglocke. Wie kommen die überhaupt dazu? Das CO2 liegt unten am Boden, ja? Ich meine, die Luft nimmt zwar auch was auf, Luft nimmt auch Wasser auf und klar, aber da ist doch irgendwann eine Sättigung erreicht. Und wenn die Sättigung erreicht ist, dann war es das. Und wenn unsere Kanzlerin sich hinstellt und sagt, und wir haben als Ziel 2% CO2 reduzieren, der Menschenskinder soll es mal nachmessen. Wir können alle Autos stehen lassen, wir haben immer noch dieselbe CO2-Konzentration in der Luft. Weil wenn es gesättigt ist, ist es gesättigt, das war's, Schluss. Das ist ein Märchen, ja, das ist ein absolutes Märchen. Diese ganze CO2-Geschichte ist nichts als ein Geschäftsmodell, ja. Ein reines Geschäftsmodell. Ganz im Gegenteil, die Pflanzen freuen sich. Wissen Sie, wir haben bei diesem Einwirbeln von CO2 ins Wasser, da wurde dann mit diesem Ding, bevor sich Öl gebildet hat, wurde mit diesem Wasser, mit diesem CO2 angereicherten Wasser, wurden Pflanzen gegossen. Die haben das Wurzelwachstum hat sich fast verdoppelt, ja? Die wurden doppelt so schnell sind die gewachsen. Das haben mehrere Universitäten in Deutschland haben das überprüft und bestätigt gefunden. Also insofern, da gibt es auch welche, die freuen sich darüber. Und wenn sie das Erdöl, wenn Sie das mal anschauen, im Golf von Mexiko, wo ist das eigentlich geblieben? Wir müssen uns klar machen, dass 80% der Lebewesen in der Tiefsee wohnen. Ja, in der Tiefsee. Und hier oben, das sind wir hier, wir sind ja nur die restlichen 20%, das teilen wir uns mit unseren anderen Artgenossen hier und Tieren und Pflanzen und so weiter. Das ist wenig im Vergleich dazu, was in der Tiefsee ist. Und wie leben die denn? Wo nehmen die denn die Energie her in der Tiefsee? Da ist ja nichts. Ne? Wovon leben die eigentlich? Haha, ja. Jetzt frage ich wieder, und wo ist das ganze Öl hingekommen? Ja, wo ist das eigentlich, dass da alles rausgeht? Die haben es ja kaum noch dicht gekriegt. Sie haben noch eine Frage, ja? Ich könnte mich ganz verunsichert jetzt. Das ist gut. Herr Hilscher, ist gut. Das, was Sie gesagt haben, höre ich also in den letzten Monaten etwas häufiger kolportiert. Dann sehe ich vor meinem Auge immer die Statistiken, die Kurven über den anthropogenen CO2-Eintrag im Laufe der letzten Jahre, der also immer höher geworden ist, und das kann nicht von der Natur gekommen sein, so ungefähr wird argumentiert, sondern das war also der Einfluss des Menschen. Ja, gut. Jetzt kommen Sie und sagen, alles Märchen, ja. Das habe ich auch schon gehört, also ich bin verunsichert. Ja, das ist gut. Das ist wunderbar, das ist die beste Voraussetzung, verunsichert zu sein, weil, wissen Sie, wir Menschen, wir sind zwar schon ein Problem für diese Erde, aber das ist beherrschbar. Der Einfluss der Sonne ist ja viel, viel größer. Ja, viel größer, mein Gott. Und schauen Sie, und was hier derzeit durch das Global Warming an Gas in Russland rauskommt, ja, dadurch, dass der Permfrost sich langsam auflöst, ist ein Vielfaches. Und überlegen Sie mal, diese Probleme, die wir jetzt da hatten, weil Sie da in Mexiko plötzlich in eine Struktur reingebohrt haben und das Ding nicht mehr dicht gekriegt haben, ganz abgesehen davon, dass da unten noch nie Bäume waren. Aber egal, dass Sie das nicht mehr dicht gekriegt haben, ja, das Problem ist ja nicht das erste Mal.
Wir haben im Nordatlantik, ich glaube, das war Shell oder irgendein anderer, der hat da auch schon gebohrt. Die haben sie aus dem Staub gemacht. Die haben gesagt, hoffentlich merkt keiner, dass das schiefgegangen ist. Dann sind sie hergegangen, haben mal nachgeschaut, dann waren da nicht nur ein Loch, da waren viele Löcher. Und das kam aus allen Löchern, kommt das heute raus. Was da an Methangas rausgeht, ist vielleicht eine viel größere Belastung als unsere ganzen Autos zusammengenommen. Ja, vielleicht. Vielleicht. 98% der Wissenschaftler sind nicht einverstanden mit Ihnen. 98% der Wissenschaftler sind nicht einverstanden. Die schlafen nicht alle. Ja, nur es ist so, wissen Sie, wenn ein Politiker, ja, ich meine, der kriegt ja sogar einen Nobelpreis dafür, für sein CO2-Gedödel. Wenn der ein Gutachten will, ja, dann fragt er an mehrere Institute und die sollen ihm Gutachten geben. Und dann suchen sie sich die richtigen, die passenden Institute raus, die kriegen das dann und danach sagt die Politikerin, alle meine Gutachten sprechen die gleiche Sprache, alle sagen, CO2 ist schädlich. Ja toll, klar, die anderen... So, ich versuche mal weiterzumachen, bevor wir die in der Diskussion absaufen hier. Die Frage ist, wo müssen wir nach Öl suchen, wenn, wie bekannt, Gas leichter ist als Öl und Öl leichter als Wasser ist? Also das Öl schwimmt auf dem Wasser und obendrauf das Gas. Wo müssen wir jetzt nach Öl suchen? Dann gehen wir doch mal kurz auf die Suche. Ja? Ich meine, da kann man sogar noch sich eine goldene Nase verdienen. Schauen wir uns diese NASA-Karte an hier. Die zeigt ja, wo denn überall die Erde auseinanderdriftet. Das ist hier rot gezeichnet, wo wir Subduktion haben, ist blau gezeichnet. Es ist auch genau eingezeichnet, wie viel Zentimeter. 3,5 Zentimeter im Atlantik und hier drüben sind es 13 sogar im Pazifik. Sie sehen, die Erde wächst 19 Zentimeter im Schnitt. Am Äquator im Jahr wächst sie sozusagen, wie immer, das ist ein eigener Film, den der Franz Fitzke vom ZDF gedreht hat, den kennen Sie vielleicht, der liegt auch da hinten. Ich freue mich, dass der Franz Fitzke da ist und von der Umweltredaktion. Und es geht darum, wenn die Erde wächst, dann muss irgendwo die Masse herkommen. Also kann die nur eingestrahlt werden? Meine Hypothese ist, dass ich davon ausgehe, dass Neutrinostrahlung eingesammelt wird, nachdem man ja am Tag doppelt so viel nachweisen kann wie nachts. Man streitet heute noch darum, was da passiert, aber wie gesagt, sie wechselwirkt und das darf sie ja nach den Gesetzen der Physik sowieso nicht. Denn die schwache Wechselwirkung erklärt das ja nicht. Also ein Problem hat die Physik sowieso. Aber sie überlegen jetzt, ob sich die Teilchen irgendwie gewandelt haben oder ob sie absorbiert worden sind. Das ist auch gut so, dann vielleicht kommen wir da auch der Sache mal näher. Nur, wenn das eine Tatsache ist, dass die Erde wächst, dann müssen wir uns mit Hilgenberg beschäftigen, der eben gezeigt hat, dass wenn der Radius sich verändert und solche Kräfte hier wirken, auf diese Kontinentalplatten mit Schubkräften und in der Mitte wird reingedrückt, hier rausgedrückt. Ist klar, weil der Krümmungskreis ist ein größerer geworden. Dann wird das zu Spalten führen, zu Randverwerfungen führen und so weiter, Randgebirgen, wie man sie ja auch in der Praxis überall sieht. Und es kann zu so einem Grabenbruch kommen. Auch das ist möglich. Wenn ich jetzt das kombiniere mit der Erkenntnis, dass aus dem Erdinnern, also aus dem Erdmantel heraus, auch Erdöl und Erdgas sich bildet oder ausgesondert wird, dann wird sich das alles hier sammeln. Schauen Sie, wenn ich eine Kruste, die Kontinentalkruste anschaue, dann ist die 30 bis 60 Kilometer, kann an manchen Stellen auch 70 oder 80 sein. Am Äquator ist sie am dicksten, an den Polen am dünnsten. Dort haben wir kontinentale Erdkruste mit geringer Dichte und deshalb auch mit offenen Lagerstätten, wo sich dann Wasser ansammelt oder auch Öl ansammeln kann. Und auf der anderen Seite ist das eine Kontinentalplatte, die ist ordentlich dick. Wenn ich dagegen die Platte unter den Meeresbecken anschaue, dann ist die sehr dünn. Die ist 5 bis 7 Kilometer dünn und hat eine hohe Dichte. Und diese ist ganz jung. Also das ist ein ganz junges Gestein im Gegensatz zu den Kontinentalplatten mit alten Gestein. Und dieses Junge, das deckt sozusagen hier ab und bildet oben gesehen diese Meeresbecken, die im Mittel 3,8 Kilometer tief sind. Also kann man sagen, die Meeresbecken von oben gesehen, die sind eigentlich sehr, sehr
moderat klein. Aber das Becken von innen gesehen, wenn Sie mal vom Erdmantel, vom flüssigen Erdmantel von innen reinschauen, dann haben Sie hier 50 Kilometer tiefes Becken. Und in diesem Becken haben wir flüssiges Magma. Wir haben aber auch obendrauf schwimmend Öl und darauf schwimmend Gas. Wenn ich also in die Struktur da reinbohre, so wie das am Nordatlantik gemacht worden ist, was kommt als erstes raus? Gas. Und was kommt nach? Öl. Und dann Magma. Ja. Wasser auch noch. Man hat in der Tiefe Wasser gefunden, wo man gedacht hat, das darf gar nicht wahr sein. Also bei den Tiefenbohrungen. Ja, also hier ist alles anders, als wir das gelernt haben. Deshalb, das macht mal Sinn, überhaupt sich damit Gedanken zu machen. Und Sie sehen, wenn solche Spalten da entstehen, dann wird natürlich erstmal das Gas und das Öl in diese Spalten reinlaufen und von dort vielleicht auch nach rechts oder nach links in das Nebengestein in irgendwelche Hohlräume hineinfließen. Dort müssen wir nach Öl suchen. Aber wir müssen aufpassen. Weil natürlich hier, wenn ich mal die Struktur angebohrt habe, und das lehrt uns eben diese Katastrophe im Golf von Mexiko, wenn ich da mal reingebohrt habe, dann habe ich die Schichten, die übereinander sich legen, habe ich durchstoßen und dann kriege ich die Löcher nicht mehr dicht. Ja, weil der Druck einfach zu groß ist und deshalb muss man hier sehr aufpassen. Deshalb wird natürlich die Suche nach Öl irgendwann nicht mehr so einfach sein, weil in den Lagerstätten hier ganz unter der Oberfläche, wenn ich die leer gelutscht habe, da läuft dann in den nächsten 100 oder 1000 Jahren nichts mehr nach oder ganz wenig nur. Da habe ich dann verloren. Okay, aber es ist genug vorhanden, das kann ich Ihnen sagen. Und die Gefahr, die müssen uns auch klar sein, wenn wir Erdbeben haben und das Zeug kommt hier raus, das sind potenzielle Katastrophen für die Erde. Gut, so viel noch als Exkurs zu den Energieträgern. Ich komme wieder zurück zur Übertragungstechnik von Tesla. Er hat diese Eintrahttechnik eigentlich nur in seinem Labor genutzt. Sein eigentliches Anliegen war die drahtlose Energieübertragung und damit kam er nicht durch, weil ein drahtlos versorgte Energie natürlich jeder klauen kann. Ja, ist klar. Ne? Weil wenn Sie es drahtlos schicken, kann ja jeder die Energie sich abgreifen. Und er hat damals schon sich um diese Frage bemüht und hat gesagt, er sprach von Individualisierung. Wir müssen individualisieren, damit nur der zahlt, auch wirklich nachher den Sprit kriegt oder die Energie kriegt. Und das sind Verschlüsselungstechnologien, die für uns heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr sind. Im energietechnischen Bereich heißt das beispielsweise, wenn ich hergehe und ich fahre hier mit einem Sinus und ich würde die Phase zum bestimmten Zeitpunkt um 180 Grad drehen, dann würde aus einer Anziehung eine Abstoßung und alle Autos, die damit fahren, stehen auf der Stelle. Ja? Wenn ich aber einem Auto mitteile, dass ich zu dem Zeitpunkt die Phase switche, weil der nämlich bezahlt hat, weil der so eine Scheckkarte gekauft hat an der Tankstelle und die steckt er da vorne rein und dann weiß der, wann er umschaltet, dann fährt der weiter. Verstehen Sie, das ist eine Technologie, ich habe es jetzt mal an einem einfachen Beispiel deutlich gemacht, das kann man sehr, sehr komplex heutzutage machen, das ist also kein Thema, um das Problem nicht lösen zu können. Sie sehen hier die Bilder, die Sie schon kennen von Colorado Springs, wo er eben mit 10 kW das erste Mal so eine drahtlose Energieübertragung gemacht hat. Und ich zeige noch einen kurzen Film. Tesla baute große kugelförmige Antennen in Colorado und auf Long Island. Damit wollte er nicht nur weltweiten Rundfunk betreiben, sondern auch drahtlos Energie übertragen. 1898 zeigte Tesla im Madison Square Garden der US Navy, wie man ein Boot mittels Funkwellen fernsteuern kann. Gleichzeitig wollte er so auch die Antriebsenergie auf das Boot übertragen. Also das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Film Und sie bewegt sich doch von Franz Fitzke, der hinten als DVD verfügbar ist, wer sich dafür interessiert oder noch nicht gesehen hat. Dieses Boot, das wir da gebaut haben, das vielleicht maximal 5 Watt hat, also wirklich eine ganz kleine Leistung, nur demonstrieren soll, dass das eben auch drahtlos funktioniert, habe ich hier zum Beispiel in Österreich gezeigt, bei einer E-Mobility-Ausstellung in St. Veit an der Glan. Und Sie sehen, dass ich auch da eine Lampe in die Hand nehme, die da einfach so leuchtet, so wie man das von Tesla ja auch gewohnt ist. Also diese Übertragungstechnik ist prinzipiell
möglich. Wenn man Tesla gefragt hat, wie soll das Ganze denn funktionieren, hat er hier dieses Beispiel gebracht. Das ist auch veröffentlicht worden in einer Zeitschrift. Und zwar hat er gesagt, stellen wir uns vor, die Erde wäre wie ein großer Gummiball. Und ich würde an einer Stelle eine Pumpe ansetzen und immer rein, raus pumpen. Dann würde, wenn ich irgendwo eine Nadel reinsteche, würde da auch die Luft rein und raus gehen und ich hätte an jeder Stelle der Erde hätte ich Energie. Wenn man das elektrisch umsetzt, dann muss ich als Pumpe hier diese Tesla-Turm nehmen mit einer Elektrode an der Spitze. Die zweite Kugelelektrode ist dann die gesamte Erde. Also eine Schwingung zwischen diesen beiden findet statt. Und wenn ich irgendwo etwas Erde, sprich also einen Erdungsspieß in die Erde reinstecke, dann fängt die Lampe an zu leuchten oder ich kann auch hier Fahrzeuge damit bewegen. Das war sozusagen seine Vorstellung und er hat eigentlich bis zum Schluss die drahtlose Energieübertragung propagiert. Aber eben die Schwierigkeit, keine Stromzähler waren verfügbar, keine Überprüfbarkeit war da und natürlich können Sie sich vorstellen, wenn eine drahtlose Energieübertragung stattfindet und irgendeiner betreibt den Sender, dass der nicht sehr amüsiert ist, wenn Sie ihm den Strom klauen und deshalb bekommen auch heute noch die Leute, die das einsammeln, irgendwann Besuch vom Betreiber. Das sind die Men in Black, ne? Die kommen, sind nicht sehr redselig. Und hier die Pläne für diese drahtlose Übertragung, für diesen Tower, den er dann in Wardenclyffe, also auf Long Island, gebaut hat. Und hier sehen wir ein Bild von dieser Geschichte. Also es war ja in Planung, es wurde ja gebaut, aber nicht vollendet, weil der Geldgeber gesagt hat, Leute, da bin ich nicht mit einverstanden. Pyrmont Morgan war das, ja. Und ein paar Bilder hier aus seinem Labor. Die Banker. Ah, die Banker, ja, ja, klar. Aber klar, dem gehörte ja auch ein General Electric und das ging ja nachher dann die Edison Company in der General Electric auf und war die Konkurrenz und der hat natürlich gesagt, nee, den nicht. Okay, ich muss es jetzt ein bisschen kurz machen, die verschiedenen Experimente, das haben wir auch schon drüber vorgetragen, dass sie über 42 Kilometer weit über das Nahfeld hinaus Energie übertragen konnte mit Überlichtgeschwindigkeit, mit einem Energiezugewinn, wie er messen konnte, allerdings erst, wenn das Ganze in Resonanz war. Vorher war da natürlich nichts und als Skalarwelle. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass die biologische Wirksamkeit völlig weg war in dem Augenblick, wo er die Resonanz gefunden hatte. Das heißt also, der Sender, der meinetwegen in Alaska steht und der mir jetzt meine Energie liefert für mein Auto, ja, damit ich da fahren kann, der muss schauen, dass er nicht mehr Energie pulvert, da in den Äther schickt, als auch zu dem Zeitpunkt gerade gebraucht wird. Denn wir haben schon 500 Watt Motor, Waschmaschinenmotor laufen lassen in einem EMV-Labor und haben keine Störstrahlung gemessen. Null. Also auch keine biologische Wirksamkeit ist vorhanden, solange ich alles einsammle, was ich sende. Das ist eine Voraussetzung, ist aber kein Problem. Schauen Sie, wenn wir einen Powersender haben in Alaska und einen in Sibirien und einen noch in Norwegen und einen sonst wo und einen in Island, dann kann ich ja damit fahren und wenn ich ins Bett gehe, mein Auto abstelle, dann fährt vielleicht ein Amerikaner mit dem Saft weiter, ja, oder und dann irgendwann ein Japaner. Und das heißt also, wir können weltweit das Ganze ja verschicken und haben dann da keine Probleme mehr. Diese Übertragung, das ist hier das Patent von Tesla, da schreibt er auch ganz konkret, Sie sehen das hier, dass es eben hier die Resonanzfrequenz praktisch 11 Hertz ist. Hier, ich habe es nochmal herausgeschrieben und die Geschwindigkeit 471.000 Kilometer pro Sekunde sind und dass es eben eine Stationary Wave ist, also eine stationäre Welle. Das alles aus seinen Schriften heraus und er hat damit praktisch gezeigt, dass seine Resonanz, die Erdresonanz eine andere ist als die Schumann-Resonanz und dass seine Welle eben auch schneller ist. Und wir haben das Ganze nachgebaut mit diesem Experimentiersatz. Ich habe sogar einen Koffer noch dabei, der steht hinten, weil irgendjemand wollte es, glaube ich, sehen. Normal habe ich das ja früher schon vorgeführt. Wir kommen eben auf ganz entsprechende
Resultate. Das ist ja das Interessante an der Sache. Wenn wir noch ganz kurz über die Anwendungen sprechen dieser Geschichte, hier gibt es natürlich eine jede Menge Anwendungen im Nahfeld, in kleinen Abständen. Komfort-Schließsysteme bei Kraftfahrzeugen würde viel besser funktionieren mit Skalarwellentechnik als heute mit diesen Keyless-Systemen, die alle mit der Herzschwelle arbeiten. Der Reifendruckkontrolle, also praktisch im rotierenden Reifen, Daimler-Benz interessiert sich dafür für die LKWs, weil das irgendwann auch bei LKWs eine Pflicht werden wird weltweit, dass man diese Kontrolle einbaut. Heizkostenzähler, dass man nicht mehr überall die Batterien hat, die dann irgendwann leer sind, wenn man sie braucht. Aufzüge, Roboter, die also heute mit Schleppkabeln arbeiten, das ist ein Risikofaktor. Irgendwann brechen diese Schleppkabel. Lagerhaltung, Logistik, aktive RFID haben immer noch eine Batterie drin, im Gegensatz zu den passiven, aber die passiven funktionieren ja nur in ganz kurzen Distanzen. Die aktiven gehen über große Entfernungen, aber wenn man sie, wie gesagt, braucht, ist die Batterie leer und so weiter. Mess- und Regeltechnik. Also es gibt jede Menge Beispiele, wo man hier diese drahtlose Energieübertragung nutzen könnte, im Kleinen, aber auch im Großen. Da denke ich eben auch an die E-Mobilität. Dort brauchen wir das dringend. Für die heutige Stromversorgung, die noch über Kabel läuft und die wir sozusagen ein großes Verbundnetz haben, da brauchen wir die Eindrahttechnik. Das würde ich sagen, da bringt das Kabel, das Drahtlose zu wenig. Das wäre eigentlich auch gar nicht notwendig, die großen Entwicklungen, die da notwendig sind. Da könnten wir sofort anfangen. Also insofern sind wir da der Sache viel näher. Das muss ich jetzt leider weglassen, weil die Zeit vorbei ist. Aber auf jeden Fall, nee, das ist nicht das, was ich meine. Auf jeden Fall danke ich Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit.